Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Rust Part 8. So, da sind wir mal wieder. Der Hosenscheißer und der King Chiller. Nein. Ja, mach mal schön Werbung für meinen Teamspeak. Und hinter mir ist ein Bär und ich habe keine Waffen. Und jetzt wird's noch abartiger und da ist Holz und ich brauche Holz. Ich dreh doch lieber um, Alter. Ja. Ja, und? Ja, da kommt automatisch Text. Ja, damit die... keine Munition mehr. Und ich weiß ja nicht, ob es bei dir auch so ist. Aber bei mir ist es so, dass ich gerade in der Stadt bin und ich schöne Sachen finde. Und wo baut ihr so euer Haus? Darf ich nichts an... Hau mal einen Erdbeer raus, bitte. Bitte, ja, mach mal so drei Stück, dass jeder einkriegt. Genau, andere Probleme habt ihr nicht, ne? Das ist... Aber dann muss ich mir das wieder als Admin einloggen. Und all so eine Scheiße. Und wie findest du die unsichtbare Rüstung? Du meinst die, die ich mir holen kann? Ja. Junge, übertreib doch nicht, Alter! Scheiß Wichser, Alter! Wieder zurück! Alter, wie viele Medikits hast du bitte? Ja, ich kann mir die schon craften im Gegensatz zu dir. Ja, weil du schon wieder ein scheiß Hacker bist und ein Aimbot drin hast. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Wo sind denn meine Sachen? Achso, ich laufe da die ganze Zeit dran vorbei. Wo denn? Oder? Ja, klaut er mir erstmal die Hälfte meiner Medikits. Natürlich. Junge, ist das dein Ernst? Du kleiner, ekliger, dreckiger Kerl, Junge. Gib mir auf der Stelle meine Hatchet zurück oder es knallt. Hatchet. Ja, okay, dann knallt's halt. Kann es froh sein, dass ich was noch nicht so lange spiele? Was ist sonst? Willst du damit sagen, dass du dann besser wärst? Ja, dann hätte ich dich schon drei Zimmer weggeholt. Dann hast du das Spiel schon. Ich hab
fast 1000 Spielstunden in dem Game. Die Search Kids finde ich auch noch, Alter. Tausend Spielstunden? Ja, nee, nicht 1997 habe ich. Ich hab... ich hab grad mal 70 oder... Ja, fast. Glaubt das? Nee, ich habe keine Headshot mehr. Ja, was ist Felix Erdorf? Ja, komm, bitte ein. Dann muss ich wieder gucken, wie dieses scheiß Admin-Passwort war. Denkst du, ich merke mir B3F bla 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 auswendig? Ja. Außerdem muss ich das jetzt noch die Tage ändern. Warum? Weil ich das, ich glaube, in der Aufnahme gezeigt habe, in der ersten oder zweiten. Und ich war zu faul, das zu zensieren. Und da ich so oder so noch ein anderes Passwort nehmen wollte, was ich mir merken kann. Genau! Darum sollte ich es ja eben nicht nehmen, 1, 2, 3, 4. Weil sich das eben jeder merken kann. Und weil das so einfach ist, dass das jeder weiß. Das muss schon so was wie, Onkel Gustav geht mit Hanna raus oder so. André kriegt eine Schelle, schreibe ich gleich. Jungs, ich hab die Idee. Hey. Nee, vorher machen wir noch was anderes. Hoppala. Warum bin ich jetzt mit Marcella? Ha? Ich geh schon an den Starter-Kit auf deinem Server für ein Haus aus. Nein. Wenn ich Slash Remove auf die Kiste mache, die Sachen, die da drin sind, habe ich die dann bei mir, oder? Nein, nein. Hast du jetzt deine Kiste removed? Nö, nur so, meine ist so aus... Ja, mach mal. Huhu, da hat er sogar recht. Ich hab dir ja vorhin meine Fragmente gegeben. Ich siedel um. Wohin? Wo würde ich mich jetzt beeilen? Darf ich ihm sagen, dass du umgezogen bist oder soll er erstmal gucken und dann...
Hä? Warte mal gerade. Mir egal. Echt? Was für ein... Ich glaube, ich weiß, wo er hin geht. Ich werde jetzt hier nachher längst erleben. Kann das sein? Was? Du ziehst um? Wo ziehst du denn hin? Ah, Scheiße, ey. Oh, das war... Aber Mario, wohnst du in der Nähe von Small? Nein, warum? Oh, nee, musst du wieder anfangen, mich belagern? Ach so, nein. Ich wollte wissen. Dann kämpfen können wir bald. Ah, die können weggehen. Felix, ziehst du jetzt ernsthaft um? Bin ich dir zu gut? Nö. Aber Problem ist, du weißt einfach alles von mir. Jetzt darf ich erstmal 10 Minuten latschen, bis ich zu meinem neuen... Ja. Haha, der Part, der kommt erst in einer Woche. Weil ich mache einen Part am Tag. Und heute Morgen habe ich einen und eben habe ich einen Part. Und der von eben sollte eigentlich schon, wollte ich eigentlich erst morgen hochladen, aber habe ich dann doch eben. Das heißt, morgen kommt ein Part, das wäre dann Part 3. Übermorgen Part 4. Und übermorgen ist Samstag, glaube ich. Nee. Ja, habe ich auch gerade gemacht. Wie gesagt, weil du meine Position weißt und ich jetzt dahin ziehen werde, wo kaum ein Schwein auf dem Server eine Wohnung hat, beziehungsweise ein Haus. Okay, lass dich gerade verraten.
Was habt ihr? Aber nee, er ist in die falsche Richtung gelaufen. Pass mal auf, ey, ich sehe schon kommen. Ich sterbe jetzt gleich, weil hinter mir so ein scheiß Wolf ist und ich den einfach nicht loswerde. Das, mein Lieber, bleibt mein Geheimnis. Wo baust du? Wer? Ich? Ja, nein. Da ist noch nicht. Da ist noch nichts. Mein Haus ist eh unbreakbar. Wo? Mein Haus ist eh unbreakbar gebaut. Wahrscheinlich. Unraidbare Base. Unraidable Base. Unraidbare Base. Ja, die kann man doch auch so nennen. Oh, nice. Ah ja, ich baue eine Unraidable Base. Dann kann mein Lieber ja mit C4 kommen, was er will. Obwohl, man kann ja auch raiden. Ja, ich weiß, ich habe schon zweimal geschafft. Wenn man sich ganz, ganz hoch baut und dann aufs Dach springt und vom Dach springt, dann... Nee, es geht auch anders. So wie ich das auf dem letzten Server gemacht habe und dann bei denen versucht habe, in dein Haus einzubrechen, ne? Bei mir? Ja. Mein Haus war riesig, gell? Ja. 50 Foundations groß und oder so. Und hab mit dem Park nee, wir haben uns durch die Decke gesprengt und dann kam... Ja, was heißt durch die Decke? Wir haben erstmal gefühlte 20 Stockwerke hochgebaut. Und dann auf der Decke und dann haben wir uns von der Decke runtergesprengt. Also da haben wir versucht, so ein scheiß Seitenfenster aufzusprengen. Das war schon dunkelschwarz. Da hätte noch ein C4 gefehlt. Und mit mal kommen da irgendwie solche Kanacken, solche richtige... Was heißt Kanacken? Auf einmal kommen einfach solche stumpfen Idioten und knallen uns einfach ab. Was? Genau. Genau, ich teleportiere auch meinen Feind nach mir nach Haus, ne? Das ist sehr realistisch, Jungs. Jetzt verliere ich auch noch Leben, weil ich nichts zu fressen dabei habe. Das ist natürlich noch schöner. Aha. In der ersten oder zweiten Folge? Dass du das Passwort überhaupt gebraucht. Ich hatte da noch ein paar kleine Einstellungen gemacht. Das aufgenommen. Nee, das habe ich nicht aufgenommen, das habe ich vor der Aufnahme gemacht. Aber da ich dann irgendwas hatte, ich dann in der, ich glaube, in der Konsole irgendwas war da und dann bin ich da drauf gegangen und dann konnte man das Passwort sehen. Aber, wie gesagt, ich werde das jetzt die Tage ändern. Eine Woche später haben wir so eine Kiste von C4, weil es mal geändert hat. Willst du immer noch bei den C4 anbringen?
Ja, versuch doch mal HD. Und werde mal den schönen Felix einen kleinen Streich spielen. Nee, aber das wäre assi, da ich das noch nicht. Will der mich verarschen? You are not allowed to remove this. Hast du dich jetzt eingeloggt als Admin? Ja. Kannst du heute zwei Folgen hochladen? Junge. Komm schon. Wieso zwei? Wieso, weshalb, warum? Ja, weil ich deine Folgen gerne anschaue, die sind unterhaltsam. Am besten ist, wenn ich die, ja, wie es weitergeht mit meinem Haus, das wüsstet ihr jetzt gern, meine lieben Zuschauer. Aber das erfahrt ihr erst im nächsten Part. Tschö.